So, wir machen hier gerade mal das Rollo runter, weil draußen fängt es tatsächlich an zu hageln und die Hagelkörner fliegen bis hier in die Garage rein. Hallo, willkommen zurück bei Mozart Car Classics. Heute gibt es eine kurze Folge zum Thema Rostvorsorge. Und zwar, Leo, kannst du mal hier rumkommen? Haben wir jetzt den CLK 320 Cabrio innen komplett gestrippt. Hier brauche ich wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Die Kenner wissen schon Bescheid. Da habe ich jetzt direkt auf die Bodenbleche von innen ein Schutzwachs, wie man es auch für Hohlraumversiegelungen verwendet. Und zwar reingepinselt. Hier habe ich einen... Der heißt Mike Senders Schmelzautomat. Jedenfalls kommt hier Wasser rein, dann wird es erhitzt. Und dann könnt ihr das Hohlraumwachs quasi in flüssige Form bekommen. Wenn das getrocknet ist, hat das so eine Form wie Kerzenwachs im Grunde genommen. Ihr habt sicherlich alle schon mal von diesem Mike Senders Hohlraumwachs gehört. Das ist gut, aber ich verwende es nicht. Und zwar deswegen, weil es relativ schnell brennt. Was ich jetzt verwende, ist was anderes. Ist auch alles kein Sponsoring, alles mit eigenem Geld bezahlt. Das ist von der Firma Timex. Das Rostschutzfett nennt sich's. 2000. Das wird, wie gesagt, schon fast so hart wie eine Kerze am Ende. Ich habe auch noch einen Liter bestellt von dem 1000er. Das ist ein bisschen flüssiger. Ich habe jetzt mal die Bodenbleche auch mit dem 2000er gemacht. Und zwar habe ich halt hier Wasser rein. Schön heiß gemacht, dann den Eimer rein. Ich mach mal auf. So sieht das Zeug aus, wenn es kalt ist. So sieht es halt dann auch bei euch im Auto aus. Und ihr seht, wenn ich hier mit dem Schraubenzieher reingehe, ja, ist so nicht ganz so hart wie Kerzenwachs, aber fast. Die Idee ist im Grunde genommen, dass wenn es dann mal heiß wird im Sommer, dass dieses Wachs in irgendwelche Stellen, wo es anfängt zu rosten oder rosten könnte, halt reinkriegt. Das macht es auch. Dieses Rostschutzfett hat auch einen Testbericht bei Oldtimer Markt gewonnen, den kann ich noch mal unten verlinken. Könnt ihr euch durchlesen. Die haben da also wirklich die Bleche in Salzregen gehängt für mehrere Jahre. Und das, was geschützt war mit diesem Fett, hat also tatsächlich gar keinen Rost gehabt. Genau, das habe ich dann ins heiße Wasser gestellt. Dann wurde das flüssig und dann habe ich es verpinselt hier auf dem Bodenblech. Wir haben ja hier auch einen Kompressor und ich habe tatsächlich dann hier in diese Streben, wo die Löcher sind, habe ich es mit Kompressor und der Sprühpistole verteilt. Aber hier auf dem Boden habe ich einen Pinsel verwendet. Und ja, ich habe es wieder mal natürlich total übertrieben. Rostschutz für die nächsten 2000 Jahre. Aber ich möchte das jetzt hier nicht so ganz so klecksig haben, sondern ein bisschen besser verteilen. Ihr könnt mal schauen, da drüben habe ich mal den Versuch gemacht mit einer Heißluftpistole. Das ist so ein Föhn für die Werkstatt, der Extrem, den man bis 400 Grad gehen kann. Ich habe, glaube ich, jetzt mit 300 Grad da drüben drauf gehalten. Das hat dann den Effekt, dass das Wachs wieder flüssig wird und dann verteilt sich es halt überall, hat den Vorteil, es geht auch wirklich in die ganzen Ritze rein, wo Bleche überlappend geschweißt sind. Ist also echt ein guter Rostschutz. Und ja, auf der Seite muss ich das jetzt noch machen. Ich habe das hier auch unter der Rückbank hinten gemacht. Hier habe ich aber zusätzlich noch ein bisschen Mike Senders Fettband verklebt auf den Kanten, was ja auch getränkt ist mit einem ähnlichen Wachs. Und ja, also ich glaube, es ist eine gute Methode. Wo ich jetzt noch am Überlegen bin, ist, auf die Bodenbleche kommt ja direkt der Teppich drauf. Und zwar natürlich nicht direkt der Teppich, sondern da sind ja so Schaumstoffformteile auf der Rückseite, relativ massive. Und ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob ich das jetzt so geil finde, dass die Rückseite vom Teppich und die Schaumstoffformteile halt jetzt direkt auf dieses Wachs drauf gehen. Also wie gesagt, das wird zwar relativ fest, Kerzenwachs ähnlich, aber ich bin jetzt tatsächlich noch am Überlegen, ob ich da noch eine Schicht Alu-Butyl drüber machen soll. So, wir machen hier gerade mal das Rollo runter, weil draußen fängt es tatsächlich an zu hageln und die Hagelkörner fliegen bis hier in die Garage rein. Also ich hatte diese Wachsaktion gestern schon mal in unsere Insta- und Facebook-Story gepostet und dann hat sich der Fabian Liesel von der CLK-Gruppe aus Facebook gemeldet und der sagt, warum machst du jetzt nicht noch mal so eine Schicht Alu-Butyl drüber über das Wachs.
Und da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich das mache. Dieses Alubutyl ist so eine Dämmschicht mit einer Schicht Alufolie. Und die würde verhindern, dass ich jetzt die Teppiche direkt auf diese Schicht Wachs drauflege. Also da bin ich noch am Überlegen. Ich habe mir mal so ein Material bestellt. Das kommt eh erst nächste Woche. Ansonsten ist jetzt die nächste Aktion, das Wachs einfach mal hier gut zu verteilen, damit es so ähnlich wie da drüben aussieht. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Hier unten drunter habe ich auch noch nicht genügend Wachs drin. Da werden wir jetzt nochmal mit dem Kompressor und der Druckluftpistole ein bisschen was reinschießen. Aber ansonsten haben wir dann in Sachen Rostvorsorge hier bodenblechmäßig und unter der Rückbank eigentlich alles gemacht. Da war eh nicht viel, aber so kann halt überhaupt gar nichts anfangen zu rosten. Und dieses Wachs, gerade wenn wir jetzt nochmal mit dem Heißluftföhn drüber gehen, das kriecht halt wirklich zwischen die Bleche rein und in alle Ritze. Und da habe ich dann schon echt ein sicheres Gefühl. Nachher, wenn der Wagen zusammengebaut ist und der Innenraum drin, machen wir ja noch die übliche Hohlraumversiegelung, wo wir vom Kofferraum aus, vom Motorraum aus, Schweller, Radhäuser, wirklich auch in alle Hohlräume nochmal richtig viel von diesem Wachs, Fett, was auch immer. Ja, für mich sieht es wie Wachs aus, steht zwar Fett drauf, gegen Wachs spricht, dass es vermutlich nicht brennt. Das will ich aber auch nochmal ausprobieren. Ich glaube, das hatte ich irgendwie im Datenblatt irgendwo gelesen. Ja, und da hat man echt ein gutes Gefühl, weil wenn das Auto dann nur als Sommerauto verwendet wird, nicht im Winter gefahren, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas rostet in den nächsten 50 Jahren. Ist jetzt eine gewagte Aussage. Man muss natürlich immer mal wieder alle paar Jahre oder am besten einmal im Jahr ein bisschen von außen vielleicht die Schweller ein bisschen nachfetten oder so, aber ich bin da ziemlich safe und das ist eine Methode für die Ewigkeit, zumindest bei einem Liebhaberauto. Kann mir aber auch vorstellen, dass man damit ein Auto richtig gut winterfest machen kann, wenn man es im Alltag verwendet. Das war's. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar Bilder, wie wir hier mit dem Heißluftföhn arbeiten. Und wie gesagt, kurze Episode, aber extrem wichtiges Thema. Kabel direkt gehen, weil da kann man sich natürlich schon Isolierungen verschießen.